Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Oliver Breuer. Wer mir eine Nachricht hinterlassen will, kann dies jetzt tun. Hallo Oliver. Da es dir offensichtlich nicht möglich ist, Termine einzuhalten, gestern 3 Uhr, muss ich mich jetzt mit dem AB rumschlagen. Jedenfalls werde ich Michael morgen bei dir vorbeischicken, damit er Tims und meine restlichen Sachen abholt. Übrigens sind Micha und ich der Meinung, dass es besser ist, wenn du nicht zu Tims Geburtstag kommst. Das würde ihn und alle anderen nur verwirren. Und mach mir bitte keine Szene. Ich habe keine Lust auf Hahnkämpfe. Bis dann. Ach ja, und vergiss nicht, dass der DVD-Player auch mir gehört. Hi, ihr alle da draußen. Ich bin's, euer schlimmster Albtraum. Wisst ihr warum? Nein. Alles, was ich sage, wird wahr. Ihr könnt euch natürlich davor schützen. Ihr müsst nur jetzt ausschalten. Aber ich bitte zu bedenken, dass ich auch Gutes sagen könnte. Aber das ist euer Risiko. Denn was ihr hört, geschieht auch. Wer mir nicht glaubt, soll einfach weiterschauen und abwarten, was passiert. Sollen wir mal ganz harmlos anfangen? Du wirst einen Anruf erhalten, den du etwas ganz Schlimmes erfährst. Zu allgemein? Wenn jetzt schon dein Telefon klingelt, dann würde ich mir Gedanken machen. Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Oliver Breuer. Wer mir eine Nachricht hinterlassen will, kann dies jetzt tun. Ja, hi Julian, Oliver hier. Hi. Sag mal, hast du mir so eine komische DVD geschickt? Hast du nicht? Na, hat mich auch gewundert. Also ich habe eine DVD bekommen und da ist eine Puppe drauf. Die sitzt in meiner Wohnung und redet mit mir. Nein, hat nichts mit Sex zu tun. Was du wieder denkst. Da ist einfach eine Puppe zu sehen. Nein, ich habe auch nichts getrunken. Nein, ist einfach eine Puppe, die sitzt in meinem Wohnzimmer und ist auf dem Fernseher zu sehen. Und die spricht mit mir. Ja, ganz merkwürdig. Na, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal was trinken und ich rufe dich dann einfach später nochmal an.
Na denn. Sollen wir weitermachen? Du hast jederzeit die Möglichkeit auszuschalten, um weiteres zu verhindern. Aber alles, was ich bis dahin gesagt habe, tritt auf jeden Fall ein. Okay. Morgen früh wirst du verschlafen und einen wichtigen Termin verpassen. Dadurch ändert sich dein Berufsleben total. Alles wird schlecht. Klar. Obwohl, ich sagte ja, es gibt auch positive Sachen. Wenn du diese Woche Lotto spielst, wirst du 2 Millionen gewinnen. 2 Millionen? Soll ich dir die Zahlen verraten? Die weiß ich natürlich auch. Aber nicht so schnell. Du musst erst etwas tun. Glaubst du an mich? Dann sage jetzt 3-mal, Theo, du bist eine hübsche Puppe. 3-mal bitte. Theo. Ich warte. Du bist eine hübsche Puppe. Na? Was mache ich eigentlich hier? Gut, ich kann es nicht kontrollieren. Aber wenn du es gesagt hast, stehen die Zahlen nun hier. Siehst du sie? Na denn, viel Spaß mit deinem Gewinn. Doch jetzt musst du ausschalten. Du musst jetzt ausschalten. Jetzt sofort. Letzte Chance. Okay, du wolltest es so. Zu spät. Morgen Abend wirst du sterben. Tut mir leid, aber du wolltest nicht hören. Was für ein Scheiß. So, dann wollen wir doch mal sehen, wer mir wirklich glaubt.